Oh, moin moin auch liebe Lüd. Ja, herzlich willkommen zurück auf der Wildbachtal. Ne? Wir machen mal weiter. Ja, wir sind in diesem Fall natürlich wieder die Liebe. Uffi. Ne? Ja, und mit mir natürlich Nastos. Wir haben es mal wieder geschafft. Würde ich zu sagen, wir machen mal Let's Play. Ich glaube, wir haben auch zuletzt die Wildbachtal gespielt und haben gesagt, die machen wir auch weiter. Jetzt als Let's Play. Ja, was machen wir? Tiere versorgen. Und Gülle aufs Feld. Für Tiere hat natürlich sich Coffee bereit erklärt. Schickt ja, klar. Ein, liebes Tierwesen. Die kommen ja dann auch offen. Naja, ich will es nicht sagen. Mampf, Mampf. Sie zieht sie über den Grill. Ne? Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, hauen wir rein. Tschüss. Ja, mag out, ne? Zack, eine schwarze Rauchwolke, weg ist sie. Gut, okay, ja, wir holen uns das Güllefass und dann legen wir los. Und zwar, wir fangen hier 28, 29. Dimitri und Skralen. Was nehmen wir denn? Oh ja, komm, wir nehmen Beast. Wir nehmen das Beast. Der klingt schon böse. Holst du hier in der Nähe Wasser? Ja, hier ist doch dieser kleine Brunnen. Ach, den ich immer übersehen hat, alles klar. Ja, genau. So. Zack. Vielleicht wäre so ein Wimmelbuch für dich nicht verkehrt. Was? Naja, da kannst du üben, halt Dinge zu suchen. Oh, wow. So, ich öffne jetzt die Güllegrube, ne? Nicht, dass du hier gleich einen Satz reinmachst. Oh ja. Vorsicht, noch. Ich danke dir für den Warnhinweis. So bin ich zu dir, merk dir das. Aha. Tief im Inneren würdest du wünschen, dass ich reinfalle, richtig? Quatsch, nein, wer soll denn das sauber machen? Ja, na du. Um es mit deinen Worten zu sagen, nein, nein, nein. So, dann wollen wir mal ran hier. Boah, ich glaube, die Kühe sind echt durstig. Die kommen schon alle an. Wow. So, dann wollen wir mal gucken. Geil, wie das der Luftdruck hier sich verändert. Oder mal das Gewicht sieht, so. Mega. So, voll. Zack. Ich mach Bretter wieder rauf. Besser ist das. Alles richtig sitzt hier, ne? Ja. Okay, dann ich mach mich. Viel Spaß. Ja, den werde ich hoffentlich haben. Ja. So. Zum Glück nicht ganz so weit weg. Bin ich mal gespannt, wie er sich mit den Güllefass macht hier. Wegen Berg- und Talfahrt, ne? Das kann ja. Da machen wir dicke Backen. Zur Not muss ich wohl den Coffee-Tracker nehmen. Nee. Wieso nicht? Wir wissen alle, dass du damit nicht klarkommst. Oh, wow. Ich sag ja nur Hashtag Wand. Mhm. Oh, ich fahre hinten weiter, weil wir müssen hier noch die Ballen runterholen, sehe ich gerade. Oh. Ich mach das andere Feld hinten. Das haben wir auch mit abgebissen hier, den Mais. Ab geht Luzi. Da wissen wir, was wir zu tun haben. Machen wir, hauen wir Gülle aufs Feld und dann holen wir die Ballen da weg. Oder wenn ich die Ballen weghole, kannst du oben dann ja schon mal dann anpflanzen. Da, wo du jetzt Gülle raufschmeißt? Genau, ich fahr jetzt durch, das ist hier um die Ecke. So. Und halt. Mal gucken.
freie Bahn. Das muss auch nicht gepflügt werden. Ah, ne, fangen wir hier vorne an. Oh, schade. Holz müssen wir auch noch wegholen. Wow, mal eben bei den Nachbarn die Sonnenblumen plattfahren. So. Ich mache mal mit GPS, damit wir einigermaßen sparsam sind. Ich meine, das war... Lohnt uns mal eben rinkicken, aber ich meine, das sind 10 Haller, genau. So, so muss er. Zack. Und mal eben gucken. Und Abfahrt. Oh. Falsch bin ich einen Knopf gedrückt. Und Abfahrt. Perfekt. Ist die Frage, was wir auf den großen Feld hier wieder anpflanzen, ne? Ja, bitte keine Kartoffeln. Nein, das hatten wir schon mal. Ja. Boah, also der Silageblocksteiner, der ist schon cool. Der ist mega. Ja. Gerade auf der Map hier, ne? Ist perfekt. Wir haben jetzt ja auch die beiden Silos sind ja voll, ne? Haben wir das ganze Maisfeld da reingestopft. Ich überlege wirklich, was wir hier anpflanzen. Ich glaube, wir nehmen mal wirklich irgendwie so Soja oder Raps, was wir dann gleich verchecken können. Dass wir ein bisschen Kohle rankriegen. Na, ein bisschen Geld wäre gut, ja. So, im Rum hier. Und zurück gleich. Und Gas. Ja, hier steckt er sich gut, muss ich sagen. Das ist in Ordnung. Na, ich würde sagen, dann hast du deine Berufung gefunden. Was, Fanfahren? Nee. Gülle rumschmeißen. Wow. Kannst du bei Gelegenheit hier hinten das Schild am Güllefass mal angucken? Genau. Hinten dran, oder was? Ja. Mhm. Das hat sie letztens mit mir gemacht. Nicht. Da hat sie mich letztens mitgekriegt. Schön das Schild angucken, dann gehe ich dahinter und sie macht Güllefass an. Ich bin aus Versehen rangekommen. Ja, ja, ja. Bin mir sicher, genauso haben auch alle anderen aufgenommen. Aus Versehen. Der keine Ahnung, dass da auf einmal sowas passiert. Natürlich nicht. So. Oh, der Baumstamm. Ui, 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 ui. Der muss auch unbedingt weg. Der kleine Knubbel? Ja. Oh ja. Wir müssen eh mal eine Stunde investieren, hätte ich fast gesagt, um rumzufahren und die ganzen Äste wegzuholen. Am besten hier den Schredder, die Presse dahinter, hätte ich fast gesagt. Und dann alles, was hier rumliegt, das ganze Holz einmal rein da und klein machen. Oder so einfach aufladen und zum Säge weg hin oder so, weiß ich nicht, Hauptsache weg. War am besten noch ein paar Hackschnitzel draus. Wir können uns ja einnehmen, bevor du wieder so einen Anfall kriegst, dass du hier alle Bäume zerschreddern musst. Sag's einfach Bescheid. Aha. Ich einen Anfall bekomme. Aha. Naja, warum liegen denn die ganzen Stämme da rum? Ach, Koffi. Ach, Ingo. Das ist schon cool. Ich mag den Fan. Der ist mal wieder irgendwie... Der hat was. Der ist mal wieder irgendwie anders, ne? Und wenn Koffi möchte, darf sie auch mal mitfahren. Ui. Ich bin nett zu dir. Ja.
die wenigen Momente muss man dann echt genießen. Wow. Nein, natürlich nicht. Ich sage, nehmen wir hier die große Saatkombi, ne? Mit den Transportwagen, die. Für das Feld. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und für das andere Feld müssen wir uns gucken, ob wir uns vielleicht einen anderen Trecker leihen von Heinfidi. Weil du brauchst echt Dampf, um den Berg da hochzukommen, ne? Wenn da jetzt noch schwere Saatkombi hinten dran hängt oder so, dann. Boah. Joa. Dicke Backen und so. Aber erstmal muss ich ja die Ballen wegholen. So, dann so, sind wir ganz schön weit gekommen mit so einem kleinen. Hätte ich gar nicht gedacht. Wunderbar. Wie, bist du schon fertig? Nee, aber ich habe mit einem Fass voll, also wirklich schon einiges geschafft. Oh Gott! Oh Scheiße, tut mir leid. Toter Winkel. Oh Mann, du. Fällt mir fast den Fan zu Klump. Muss ich die Versicherung wieder anrufen? Nee, also ich konnte es noch retten. Kein Problem quasi. Also einige Ballen noch. Da können wir auch ein paar davon einfach so ins Halsteck kloppen oder so. Ich glaube, wir haben noch Ballen, haben wir noch reichlich, ne? Hier sind einige, ja, das stimmt. Da haben wir Glück und vielleicht platzieren die ja hier wirklich diese kleine, wie sagt man, Industriehalle. Die machen, wollen ja Pellets machen hier, diese Strohpellets. Vielleicht kann man da ja die Ballen einfach hinbringen. Kann die da verpoolen oder was? Wow, wow, wow. Finden wir bestimmt ein Plätzchen für. Ich will immer auf Gas. Was meinst du? Ich heiz immer so. Siehst du es ehrlich, ernsthaft, wirklich langsam ein, dass du immer zu sehr rast? Nee, also das hat ja nichts mit Rasen zu tun, ne? So. Hallo. Hi, na? Ich nehme das zurück. Ich dachte, ich heiz. Was denn? Ich fahr ganz gesittet. Du hast eine digitale Fahrweise. Wow. Entweder fährt er gar nicht oder Vollgas. Oh Mann. So, und ach, gibt's da auch einen Mittelweg? Ja, natürlich. Ja, aber ich habe doch von dir gelernt. Wow. Da gibt's doch nur Vollgas oder Vollgas gegen die Wand. Oh, verzeih, sollte ich es nicht sagen? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Zack, gleich wieder zu. Und weiter geht's. Ja, miep, miep. Viel Glück. Wow, ey. Das Wasser, was hast du aber da toll geparkt, muss ich sagen. Dankeschön. Ja, gerne. Oh, der merkt das Fass aber schon da hinten dran, ne? Ein paar PS hat er ja auch hier, der Gute. So, und Gas. Ist auch ein breites Geschoss, wenn man das so mit der Straße hier mal anguckt, ne? Wahnsinn.
Gib lieber nicht zu viel Gas. Nein, ich habe alles im Griff. Oh weh. Was denn? So, locker abbremsen. Mensch, das Holz sieht aber toll. Da freue ich mich aber so. Bist auf dein eigenes Werk sehr stolz, ja? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das Holz eingelegt habe. Ja gut, mit Erinnerung ist auch so eine Sache im gewissen Alter. Immer diese Aushilfsangestellten, die einen mobben. So, folgt die Bahn hier noch eben to end. Dann kann Coffee hier das nächste Mal anpflanzen, würde ich sagen. Wir überlegen uns noch was. Und ich werde dann die Ballen erstmal wegholen da. Und dann, das sieht dann alles schon mal ganz gut aus. Kommst du mit den Tieren alles gut soweit? Ich komme super mit, klar. Perfekt. Ja, gut, liebe Leute. Dann sage ich erstmal danke fürs Zugucken. Ja, sofern es gefallen hat, ne, denkt dann der Däumele nach oben. Und ansonsten sage ich, hab Spaß, bis zum nächsten Mal, ne. Mock out, only die Hen. Bin gedönert.